Heute testen wir für euch die Panasonic Lumix GF7. Ich hatte sie ja schon mal in Japan bei der CP Plus in der Hand. Jetzt aber mal der richtige Test. Jetzt konnte sie auch mal 2-3 Wochen richtig durchtesten. Was diese Selfie-Urlaubs-Städtetrip-Kamera so drauf hat, das erfahrt ihr heute. Also seid mal gespannt. Schaut rein. Bis gleich. In der Lumix GF7 kommt ein sogenannter MFT-Sensor zum Einsatz oder ein Sensor im MFT-Format. Ein bisschen kleiner als in den Einsteiger DSLR-Kameras oder Systemkameras zum Beispiel von Samsung. Aber immer noch wesentlich größer als in Kompaktkameras und eben auch mit dem MFT-Standard. Also das Bajonett ist standardisiert. Olympus setzt zum Beispiel genau das Gleiche ein. Großer Vorteil daran, ihr habt einfach eine sehr, sehr gute Objektivauswahl. Sonst in Sachen Design kann man schon mal sehen, die Kamera wirklich sehr, sehr klein, schlank gehalten. Ein bisschen Metall mit dran, also nicht ganz so billig wie jetzt andere Einsteiger-DSLMs. Vorne eben mit so einer Kunstlederoptik, sieht zumindest so aus. Fässt sich eigentlich ganz gut an, ist natürlich sehr klein. Jetzt für große Hände bietet es nicht allzu viel Platz. Ich finde es aber eigentlich soweit ganz okay. Sonst habt ihr auch noch einen ausfahrbaren Blitz an der Kamera. So, da kommt er raus. Man sieht auch nicht wirklich groß. Ihr habt auch keine Möglichkeit, über einen Zubehörschuh noch weiteres Zubehör anzuschließen. Und natürlich das ganz, ganz große Highlight, wenn wir die Kamera dann wieder starten, ist natürlich das um 180 Grad schwenkbare Display. Größter Vorteil da natürlich, angenommen, ihr wollt Selfies machen, dann geht das natürlich so wesentlich besser, als wenn ihr das Ganze dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, fest montiert nur hättet oder halt mit einer Smartphone-App, dafür eben das nach oben ausklappbare Display gedacht. Und da hat man auch schon die Hauptzielgruppe dann erkannt. Es ist wirklich von Panasonic so ein bisschen als DSLM-Kamera für Leute gedacht, die oft Selfies aufnehmen wollen. Und wie gut das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich denke, Leute, die oft Selfies machen, wissen, es ist doof, wenn ich eine Kamera so halten muss, dass ich gleichzeitig noch den Auslöser drücken kann. Dann ist manchmal eine ziemlich wackelige Konstruktion. Bei der Kamera kann man die einfach so halten, wie man es gerade möchte, denn sie hat noch verschiedene andere Auslösemodi. Zum Beispiel können zwei Leute einfach mit dem Gesicht nah zusammengehen, dann löst die Kamera aus, das hatten wir in Japan schon mal gezeigt, oder man wischt zum Beispiel einmal kurz durchs Bild, sodass das Gesicht kurz verdeckt ist. Lächelt dann natürlich, wie ich jetzt natürlich gerade nicht, und dann löst die Kamera sofort aus. Und wer genau aufs Display sieht, sieht sogar, dass die Kamera immer probiert, das vordere Auge anzufokussieren, also fotografisch gesehen sogar wirklich alles richtig macht, was es richtig zu machen gibt. Coole Sache, und was mir auch noch gefällt, was ja so im Gegensatz zu vielen anderen Selfie-Kameras ein Profi-Feature fast ist, ihr könnt diesen Selfie-Modus in allen Modi nutzen. Das heißt mit manueller Belichtung, Blendenpriorität, Zeitpriorität, mit ISO-Automatik oder ohne. Das heißt, ihr könnt trotzdem fotografisch gesehen alles so einstellen, wie ihr es haben wollt. Nur die Kamera ist dann eben wieder ganz klassisch für die Fokussierung zuständig. Ihr habt ja auch noch ein paar Beauty-Filter, die euch zum Beispiel ein sehr, sehr schlankes Gesicht machen können. Ist leider nicht ganz so realistisch, wenn mein Gesicht irgendwann so nach innen durchgebeult ist. Also von daher da wirklich mit Vorsicht rangehen. Es sorgt auch dafür, dass das Live-View-Bild ziemlich stark anfängt zu ruckeln. Das ist also nicht so optimal vielleicht, aber die restlichen Funktionen in Sachen Selfie sind auf jeden Fall gut umgesetzt von Panasonic. Videos aufnehmen kann man mit der Panasonic Lumix GF7 prinzipiell auch. Aber es ist jetzt nicht wirklich für Profizwecke geeignet, denn ihr könnt überhaupt nicht irgendwo ein externes Mikrofon anschließen, was halt in Sachen Audioqualität schon so seine Nachteile hat. Problem natürlich auch daran, es sind halt integrierte Stereo-Mikrofone jetzt, wir haben gerade quasi keinen Wind, da geht es wahrscheinlich gerade noch nachher mal anhören, aber sobald halt wirklich der leiseste Windhauch aufkommt, hört man es natürlich in diesen integrierten Mikrofonen sehr, sehr schnell, sehr stark. Also wer Videos aufnehmen will, häufiger sollte sich auf jeden Fall eine andere DSLM suchen, wo man halt zur Not wenigstens noch ein externes Mikrofon anstecken kann. Da gibt es auf jeden Fall bessere. Sonst von der Qualität her ist da eigentlich voll in Ordnung. Ihr habt auch bis zu 50 Bilder pro Sekunde, das ist also gar kein Problem. Da bekommt man gutes Full-HD-Material raus, kann ja auch noch verschiedene Bildstile draufpacken. Also an und für sich, das ist gar kein Problem, das fand ich soweit gut. Aber eben wie gesagt, für mich größte Manko einfach kein externes Mikrofon, was man ranbekommt. Das ist ein bisschen doof. Nun aber noch zu einem ganz wichtigen Thema, und das ist natürlich die Bildqualität der Lumix GF7. Ich war ganz persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt, wie gut die ist, gerade bei wenig Licht. Ich war in München mal ein bisschen unterwegs, habe da bis ISO 3200 hoch fotografiert. Und selbst die Bilder sahen eigentlich echt gut aus. Also ich sage mal so, bis ISO 6400 könnt ihr es eigentlich grob noch für A4, vielleicht sogar A3 Ausdrucke nutzen. Wer eh nur so auf 10x15 oder sowas gerade mein Bild ausdrucken will, der kann noch viel, viel höher gehen. Das ist gar kein Problem. Auch fürs Web, also ISO 6400 ist durchaus nutzbar. Das fand ich für so eine Kamera, so eine sehr kompakte
der Kamera mit einem nicht allzu lichtstarken Objektiv, was ich dran hatte, wirklich, wirklich gut. Also da schon mal echt Daumen hoch für Panasonic, gut gemacht und auch sonst ein wirklich sehr, sehr schicker Dynamikumfang, eine sehr, sehr gute Bildschärfe, die ihr mit den richtigen Objektiven rausbekommt. Das mitgelieferte 12 bis 32 mm Kit-Objektiv, da merkt man zum Rand hin, das wird schon ganz schön unscharf. Wer also wirklich richtig knackscharfe Bilder bis zum Rand haben will, der muss ein besseres Objektiv holen, aber im Bildzentrum ist auch das wirklich, wirklich gut. Also Sachen Bildqualität wirklich einen Daumen, fast zwei Daumen nach oben, da ist die GF7 echt schick. Die Panasonic GF7 ist wirklich sehr, sehr leise bei Serienbildaufnahmen und das war jetzt schon der mechanische Verschluss. Da kommt die Kamera auf knappe 5 bis 6 Bilder pro Sekunde, je nachdem, ob ihr mit einem kontinuierlichen Autofokus oder mit einem Single-Bild-Autofokus arbeiten möchtet. Ganz gut, aber man hat vielleicht schon gehört, lange hält die Kamera dieses Tempo nicht durch. Gerade mal 7 Bilder passen in den internen Pufferspeicher. Also sagen wir mal, so ein bisschen über eine Sekunde schafft sie dieses Tempo und dann ist auch schon sofort Ende. Zumindest sofern ihr RAW-Bilder aufnehmen wollt. Wenn ihr nur JPEG-Bilder aufnehmt, knappe 40 Bilder passen da immerhin rein. Je nachdem, wie schnell die Speicherkarte ist, auch noch ein paar mehr. Aber wer wirklich lange, lange Serien in RAW aufnehmen möchte, der ist mit der Kamera auf jeden Fall nicht gut beraten. Da gibt es auf jeden Fall bessere, natürlich auch für ein bisschen mehr Geld. Der Autofokus hat mir eigentlich soweit gut gefallen. Ein Kontrast-Autofokus-System, also keine Phasen der F-Sensoren, um jetzt besonders schnell vielleicht noch zu arbeiten. Das braucht die Kamera aber auch gar nicht, denn sie hat auch nicht das Problem, dass sie ordentlich stark pumpen muss oder sowas. Auch bei wenig Licht funktioniert er eigentlich noch sehr, sehr zuverlässig. Also auch in Sachen Autofokus eigentlich ein gutes Paket, was Panasonic da schnürt, besonders eben für diese Kompaktheit und natürlich auch die Preisklasse. Schlanke 749 Euro kostet derzeit die GF7 mit dem Kit-Objektiv, was wir hier im Test haben. Ist natürlich kein wirklich geringer Preis und man muss schon wissen, ob einem das Ganze denn wert ist. Ich persönlich finde zum Beispiel die Olympus Pen EPL7 eine bessere Kamera, kostet knappe 499 Euro mit dem günstigsten Kit-Objektiv. Da geht auch noch ein bisschen mehr nach oben, aber auf jeden Fall schon merklich günstiger, eigentlich sogar noch ein Stück weit besser verarbeitet, aber nicht ganz so kompakt wie die GF7. Und das ist hier wahrscheinlich der Hauptvorteil, zusammen mit dem wirklich sehr, sehr guten und nach oben ausklappbaren Display und eben den ganzen Funktionen, die es im Bereich Selfie-Fotografie mit sich bringt. Aber 749 Euro ist wirklich ein ganz, ganz schön stolzer Preis und dafür hätte ich zumindest noch den Mikrofoneingang erwartet für den Videomodus. Das ist so die einzige Sache, die man auf jeden Fall dran kritisieren kann. Sonst, wie gesagt, keine echten Schwachpunkte, sollte bei dem Preis natürlich auch nicht sein. Was sagt ihr? Würdet ihr euch die Kamera kaufen? Gerne unten einmal in die Kommentare reinschreiben. Sonst schon die angesprochene EPL7 von Olympus findet ihr natürlich auch hier drin nochmal verlinkt. Vielleicht ist das ein bisschen eher was für euch, müsst ihr natürlich einfach sagen. Sonst wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne auch nochmal Daumen nach oben für dieses Video und bis nächste Woche.